Ja. Hey, Boso! Sorry, ich... Das kriegen wir halt immer noch nicht. Und jetzt? Es ist ein Spannbecken. Außerdem ist komisch. Entschuldigung, ich müsste auch mal an die Waschmaschine. Verdammt. Verdammt. Und jetzt? Okay. Warum sollte ich das abtrocknen, wenn ich es... Darauf sind schon genug... Wollen wir doch mal... Okay, hier kann man jetzt nichts mehr machen. Die Spülung geht jetzt normal. Ach, ja. Okay. Hallo? Matzel, wie lautet... Zimmer 5? Echt jetzt? Ja, wie kann ich... Das geht nicht. Matzel, wie lautet... Zimmer 1? Oh, wie kann ich... Okay, das geht momentan auch nicht. Du doch... Ich muss los. Ja, je weiter... Da haben wir jetzt auch nichts. Das haben wir. Wir müssen den Ausflieh des Wäscherei holen. Aber wie sollen wir die Kutte klauen? Nochmal unter die Dusche bringen? Aber wie? Wie sollen wir ihn denn nochmal in die Dusche bringen? Verdammte Kiste! Die Spinne ist weg! Dabei hatte ich mir das so lustig vorgestellt! Oberflächlich betrachtet der Ex offenbar ein... Okay, das ist nämlich mit dem aus... Das reicht auch. Und das bringt uns zu Phase 3 meines genialen Plans. Achso, jetzt geht das. Ich nenne es... Poetische Ungerechtigkeit. Kann ich nochmal stück... Ja. Was tra... Ich mach die Welt... Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Ich... Igitt, was ist das denn? Meine Kopfhaut juckt. Ich habe... Läuse. Gut, dass ich dieses neue Wundershampoo habe. Und jetzt... Raus mit dir! Ich muss duschen. Okay. Jetzt können wir rein, okay. Das ist die gut. Ankunft des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Fuga, fuga, schalali. Fuga, fuga, schalala. Nehmen wir mal mit. Ich sollte endlich damit aufhören, mich ständig an die Spitze zwielichtiger Untergrundorganisationen zu schummeln. Das war schon mein guter Vorsatz zum neuen Jahr, als ich 12 war. Oberflächlich betrachtet. Okay. 4. Aber das haben wir jetzt auch. Jetzt müssen wir uns da reinschummeln. So, ich speichere nochmal ganz kurz. Dann überschreibe ich den Spielstand. Und tschüss. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Hum, hum, kumbaya. Unser Anführer ist da. Ritra, trulala. Psst,
Genau. Hier bin ich nun. Möge die Party losgehen. Trägt er die Reliquien mit den 6 Insignien? Die was? Ach, die Reliquien. Wartet mal, da muss ich selbst mal gucken. Was waren das noch gleich für Reliquien? Die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, das Coolste am ganzen Ritual sind die Reliquien mit den 6 Insignien, solange sie keinen Knick kriegen. Denn falls so ein Relikt mal einen Knick kriegt, ist das ein Delikt, das... was? Komme ich jetzt doch keinen Repart, oder wie? Ihr wollt also Reliquien. Bitte sehr, wenn's weiter nichts ist. Okay. Reliquie 1, 2, 3. Die haben wir doch. Dieser Kopf kriegt so viele. Außerdem ist komisch. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Also ein Kopfkissen. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Boom, waka, waka, waka. So, dann das noch. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, und nu? Es laufen immer noch nicht alle Stationen. Möge die Waschung beginnen. Was? Hey! Ich muss es irgendwie schaffen, gleichzeitig mit Cletus' Kostüm aus der Maschine zu kommen. Nach Möglichkeit, bevor ich anfange einzulaufen. Wähle die Reliquie. Bin ich da? Rufus hat's nicht leicht. Wähle die Reliquie. Rufus hat's schon nicht leicht. Schleudern heißt waschen. Schleudern heißt waschen. Schleudern heißt waschen. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Okay, bei ihnen ist alles. Wähle die Reliquie. Müsste nur das sein? Sehr ruhig. Wähle die Reliquie. Warte mal. Das kommt beim Waschen dazu. Wähle die Re- Okay.
Wähle die Reliquie. Was denn rumprobieren, ey? Wähle die Reliquie. Geschafft. War stark. Das war das anstrengend. Ist es vorbei? Die Waschung ist vollbracht. Kumbaya, mein Sohn. Schrott sei Dank. Es folgt die rituelle Zahnoperation. Was? Nein! Ich fühle mich so beschmutzt. Was soll's? Wenigstens habe ich Kletes Klamotten ergattert. Okay. Man sieht aus wie Kletes an. Was glotzen Sie denn so, Oppenbott? Mit Verlaub, Sie sehen verändert aus, Herr Inspektor. Das nennt man Zellregeneration. Ein Konzept, das euch Robotern natürlich unbekannt ist. Was auch der Grund sein dürfte, warum sie so unglaublich verbraucht aussehen. Was glotzen Sie? Das nennt man ein Konzept, was auch der Grund... Oh, der Inspektor. Bevor Sie etwas sagen, ich kann die Sache mit dem Müllsack unter Ihrem Bett erklären. Es sind keine echten Menschenknochen, sondern... Das ist mir wurscht. Ich bin hier, weil ich meine Tasche brauche. Kein Problem. Ihre Tasche steht hier. Nicht die Tasche. Ich brauche die Tasche, die in meinem Zimmer steht. Und warum kommen Sie dann hier zur Rezeption? Können Sie sich irgendein Szenario vorstellen, in dem ich mich selbst unter einem Vorwand aus dem Zimmer locken muss, um an meine eigene Tasche zu gelangen? Nein. Ich auch nicht. Gut, dann überspringen wir das Warum und kommen gleich zum Wie. Wie kann ich mich selber aus dem Zimmer locken? Nun, der erste Schritt sollte sein, dass Sie auf Ihrem Zimmer sind, oder? Würde ich auch sagen. Tja, na gut. Dann gehe ich mal auf mein Zimmer, was? Das sollten Sie unbedingt tun. Und vielleicht legen Sie sich eine Weile aufs Ohr. Ich muss mich entschuldigen. Dem Inspektor scheint es heute nicht besonders gut zu gehen. Ach, das liegt wahrscheinlich nur an den giftigen Dämpfen. Kleiner Tipp, kaufen Sie niemals Wandfarbe im Hinterhof einer Chemieabfallentsorgungsanlage. Ich werde es mir merken. Okay. Hallo? Ihr braucht euch nicht zu verstecken. Ich bin's doch, euer Rufilein. Ach, ihr könnt mich mal. Okay, danke. Nehme ich die mal mit. Gehen wir wieder raus. Dann können wir schön an der Uhr spielen. So. Dann. Die Kunst besteht darin, dem Gast das Gefühl zu geben, er sei König. Immer nett, immer freundlich. Später kann man dann immer noch auf die Handtücher spucken. Oder ins Essen natürlich. Sehr aufschlussreich. Apropos, ich hatte doch eine Bestellung. Oha, da brat mir doch einer ein Lurch. Es ist ja schon längst Mittag. Herr Kletes, Ihr Essen ist fertig. Sie können es jetzt in der Kantine zu sich nehmen. Welches Essen? Na, das Sie bestellt haben, Sie Spaßvogel. Rattenfleisch? Nicht doch. Glauben Sie mir, es wird Ihnen wunderbar munden. Natürlich, lassen Sie sich ruhig Zeit. Sehen Sie, so macht man das. Immer freundlich, gewählte Ausdrucksweise und im Zweifelsfall lügen. Rache ist ein Gericht, das man am besten mit Fischabfällen serviert.
Den Schlüssel gebe ich nur ab, wenn ich dafür auch etwas zurückkriege. Meinen Geruchssinn zum Beispiel. Okay. Das er. Lapskaus. Ihn beim Essen zu überwältigen wäre unsportlich. Glück gehabt, Cletus. Okay, das funktioniert nicht mehr. Aha, jetzt aber nochmal mit ihm sprechen. Hey, der Dotter! Sind Sie etwa schon fertig mit dem Essen? Ich hatte großen Hunger. Ja, dagegen hilft unser Essen tatsächlich schnell. Ich wette, Sie können es kaum erwarten, auf Ihr Zimmer zurückzukommen. Hier haben Sie Ihren Schlüssel zurück. Papiertüten finden Sie unter dem Bett. Dankeschön. Jetzt kommen wir da auch rein. Abgeschlossen. Paranoida. Ist ja klar, dass abgeschlossen ist. Hä? Der passt auch nicht. Was zum... Och nö. Der Fuzzi an der Rezeption hat mir den falschen Schlüssel gegeben. Oh Mann. Schon wieder der Inspektor. Welche Überraschung. Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Nichts ist zu meiner Zufriedenheit. Sie Blindfisch haben mir den falschen Schlüssel gegeben. Sabberlippchen, Sie haben ja recht. Ein Moment, das haben wir gleich. Ich glaube, ich brauche eine Geschmacksnerventransplantation. Haben Sie was gesagt? Ja. Wie wär's mit einer knackigen Konversation? Bevor Sie mir den Schlüssel geben, würde ich zu gern Ihre Meinung zu den großen Problemen unserer Gesellschaft hören. Und zwar gleich, nachdem ich von meiner Südseereise zurückgekehrt bin. Nanu, wie in aller Welt? Habe ich Ihren Mittagstisch runterwürgen können? Das würde ich auch gerne wissen. Na los, geben Sie mir meinen Zimmerschlüssel. Ich muss mir schleunigst den Mund ausspülen und eine Dreiviertelstunde weinen. Ich war ja schon dabei, aber zunächst möchte ich Ihnen wie versprochen ein paar meiner Theorien darlegen. Was? Jetzt aber schnell. Ich muss verhindern, dass Cletus den richtigen Schlüssel bekommt. Okay, dann drehen wir da einfach nochmal dran rum. Soll das klappen? Wussten Sie, dass Brokkoli ursprünglich ein fehlgeschlagenes Militärexperiment war? Poltergeister, Erdbeben und kosmische Strahlung ebenfalls. Und damit habe ich noch nicht einmal angefangen, Ihre Frage zu beantworten. Wie lautet es noch gleich? Ob ich endlich den Schlüssel zu meinem Zimmer haben kann? Ach ja, natürlich. Ich bin heute wohl nicht ganz bei mir. Sie Glückspilz. Okay, jetzt können wir den anderen Schlüssel und den richtigen. Nanu, da sind Sie ja schon wieder. Gibt es etwa noch weitere Probleme? Und ob es die gibt? Sie haben mir schon wieder den falschen Schlüssel ausgehändigt. Oh, das kann eigentlich nicht sein. Darf ich mal sehen? Natürlich. Ja. Kannst du den haben. Da brat mir doch einer ein Storch. Das muss an meiner Medizin liegen. Ich wusste doch, dass es ein Fehler war, den Händler zu wechseln. Und, bekomme ich jetzt meinen Schlüssel? Einen Augenblick noch. Sobald die Wirkung nachlässt, sollten die Zahlen wieder an der alten Stelle sein. Ich will diesmal keinen Fehler machen. Sollten wir nicht vielleicht doch in Erwägung ziehen, das Hotel zu wechseln, Herr Inspektor? Irgendetwas Seltsames geht hier vor. Beruhigen Sie sich, Oppenbott. Das einzig Seltsame, was hier vorgeht, ist nach wie vor Ihr Hut. Ich würde sagen, dann muss ich das nochmal drehen, ne? Wenn ich den richtigen Schlüssel geben kann. Okay. Und? Bekomme ich jetzt meinen Schlüssel? Einen Augenblick noch. Sobald Sie... Ich will diesmal... Okay, noch nicht. Jetzt sollte es auch wieder passen. Ja.
Jetzt passt das doch wieder. Plus Zeitverschiebung, minus Schaltjahr, 12 oben, 6 unten. Perfekt, die Uhr geht wieder richtig. Und hier ist auch schon Ihr Schlüssel. Bitte überzeugen Sie sich selbst. Ja, so sieht er aus. Und wenn ich jemals etwas anderes behaupten sollte, dürfen Sie mich verprügeln. Wirklich? Oppenbot ist mein Zeuge. Nicht wahr, Oppenbot? Tja, warum nicht? Ich war heute schon Zeuge so vieler merkwürdiger Dinge da. Nanu? Wo ist er denn hin? Ist alles in Ordnung, Herr Inspektor? Davon kann keine Rede sein. Sie haben mir schon wieder den falschen Schlüssel ausgehändigt. Echt jetzt? Jetzt gibt's eine Prügel, würde ich sagen.